Der FSV Zwickau konnte am vergangenen Samstag einen wichtigen Auswärtspunkt beim SV Waldhof Mannheim 07 erzielen. Beim 1:1 zeigte sich einmal mehr die große Moral der Mannschaft von Joe Ennox. Verletzungspech, Corona-Fälle und auch der zwischenzeitliche Rückstand konnten den Punktgewinn bei einem starken Gegner nicht verhindern. Trainer Joe Ennox musste auf insgesamt 7 Spieler verzichten. Im Tor kam Matti Kamens zu seinem ersten Saisoneinsatz. Joker Baumann traf nach seiner Einwechslung erneut. Kommende Woche geht es für den FSV dann zu Hause weiter. Da kommt am Samstag der Aufsteiger TSV Havelse in die GGZ-Arena. Klar, Mannheim hat viel Druck gemacht. Das war uns vorher klar. Und dass wir dann ein bisschen Glück brauchen in der einen oder anderen Situation, um hier was mitzunehmen, ist auch klar. Aber wir haben uns in alles reingehauen, alle Mann. Und deswegen haben wir hier einen Punkt mitgenommen. Es war ein sehr intensives Spiel. Der Gegner hat sehr gedrückt. Das haben wir natürlich erwartet, weil wir wissen, was für eine Kulisse uns hier erwartet, wenn man auswärts gegen Mannheim spielt. Wir haben da gut dagegen gehalten. Ich glaube, wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht, haben glaube ich, einen wichtigen Punkt mitgenommen gegen eine Mannschaft, gegen die man erstmal punkten muss. Und deswegen können wir, glaube ich, zufrieden sein. Es fühlt sich natürlich immer gut an, wenn man da auch das Quäntchen Glück dann auf seiner Seite hat und gut ins Spiel reinkommt. Das macht es natürlich leichter, ist klar. Man denkt natürlich schon ein bisschen drüber nach, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, ist mal dahingesagt. Es war dann erstmal so und dann. Ja, wichtig ist, dass du trotzdem weiterspielst, dass du weiter dein Spiel spielst, dass du nicht auf einmal versuchst, irgendwie halbherzig in Zweikampf zu gehen, weil du musst einfach dein Spiel weiterspielen und natürlich dann noch konzentrierter sein in jeder Aktion. Kein Ziehen, kein Hakeln, sondern noch konzentrierter zu sein in den Zweikämpfen. Und ich glaube, das ist uns gut gelungen. Wir haben alle dran geglaubt, glaube ich, auch nach dem 0-1, dass wir hier was mitnehmen. Und deswegen, einfach eine geile Mannschaftsleistung von der Mentalität und vom Willen her. Und ja, jetzt fahren wir mit einer guten Laune nach Hause. Also ich habe mir am Anfang auch noch nicht so viel Gedanken gemacht, weil ich glaube, wichtig ist, wie du spielst. Auch die ersten Spiele, wo wir nicht gewonnen haben, wenn man die Spiele an sich betrachtet, glaube ich, waren wirklich gut, waren in Ordnung. Und desto mehr freut es natürlich einen, dass wir uns jetzt wirklich anfangen zu belohnen wirklich und zu punkten. Und so muss es weitergehen mit der Intensität, jedes Spiel, so wie wir es eigentlich immer machen. Ich glaube, die Mannschaft hat eine sehr gute Mentalität, das haben wir in den letzten Spielen immer gezeigt, hinten raus, jeder kämpft für jeden und wir sind vorne dann auch nochmal gefährlich und ich glaube, das zeichnet uns aus.